erkennt alles. Hä? Kann mich denn da jetzt hin? Nope. Muss man die Granaten wechseln, die sind auch echt kacke. Biogranate. Du hast auch immer Probleme mit Türen. Mose, ich hasse dich! Sag mal! Gute Nacht, Dori. Schlaf schön. Muss hier irgendwo sein. Flanke! Flankiert sie! Unterwegs! Ich fühle mich sehr schwach. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Ich bin offiziell blind. Es gibt keine Gonne. Mal so aggressiv. Feuer regelt. Oha, Mosi, 69. Not bad. Heute hast du aber einen Lauf, ne? Erst 100, dann 69. Ich sehe gerade, ich brauche nur einige legendäre Aufwertungskomponenten, um alle auf Stufe +++ zu bringen. Nur reden? Warum glaube ich dem nicht? Bär. Hey, wo bist du? Na hier. Genau hier.
Ich weiß noch nicht, wo du bist, dachte. Ballern die Ohrwürmer, Ico. Hab gestern Abend Mulan Real Life Action gesehen. Nochmal. Uff. Ich will die Schauspielerin sein. Ich habe ein tierisches Problem, dass ich manchmal in Rollen schlüpfe, wenn ich Filme schaue. Ich kenne das Tatsache. Ich muss mich immer sehr zusammenreißen. Das verfolgt mich dann auch immer tagelang. Ich habe so ein ähnliches Problem. Und dann sind die Charaktere halt cooler. Oder man fühlt sich... Man denkt... Also, wie soll ich das jetzt sagen? Man fühlt sich dann halt so schlecht, weil die halt sowas alles drauf haben und du dann nicht. Und dann... Ja, ich kenne das aber. Ich spiele auch meine Rollen. Ich eigne mir dann auch Dinge an, die eigentlich von dem Charakter sind. Ganz komisch. Aber im Grunde ist das dann einfach nur, wenn man... Weiß nicht. Wie ein Idol. Autsch. Und nochmal. Ich spring rüber. Wieso klappt es denn nicht? Ich laufe jetzt einfach daneben. So. Ich akzeptiere das jetzt nicht. Weißt du? Ich spring rüber und sie springt. Schöne Scheiße. Naja. Wir können darüber reden. Ja, ich weiß es auch nicht. Wir können ja darüber reden. Das ist abgefuckt. Ich sehe nichts. Das ist abgefuckt. Was zur Hölle geht hier ab? Ja, weiß ja auch nicht. Du greifst mich doch an. Who is that girl I see staring straight back and hit me? Mulan, geh weg! Also ich würde auch gerne Mulan kennenlernen, was? Mosi, danke für die 69 Bits. Ihr wisst ja, dass ich an einer Jacke dieser zwei Glöckchen habe, oder? Nun, ich habe das Klimper-Klimper-Game nochmal eine Stufe höher gesetzt und jetzt habe ich an der Hose Ketten dran. Das ist besonders lustig, wenn die Jacke und die Kette gleichzeitig trage, also für mich zumindest. Geil. Magst du es, wenn es so akustisch ist? Ich bin ja nicht weggelaufen. Ich wollte nur ein bisschen in Deckung gehen, weil der hier mich irgendwie getroffen hat, der Spinner. Mit seinen Laserstrahlen. War nur ein Sicherheitsabstand.
Aber ich denke dann mit den Stimmen aus dem Film. Ja, ich fühle es zum Teil. Ich habe da auch so komische Angewohnheiten. Besonders, wenn mich irgendein Charakter sehr, sehr beeindruckt. Oder ich mich mit dem identifizieren kann, so ein bisschen. Dann ist ganz schlimm, ja. Willkommen zurück, Try, du Oberzuckerschnute. Zugriff gewährt. Neues Item erhalten. Eine Waffe. Wenn sich das jetzt nicht gelohnt hat, dann weiß ich auch nicht. Wow. Da sieht der Kacke aus. Ja, die Schuhe passen besser. Was denn, Ataxa? Ich habe ein besseres Katana. Ich nehme den Hammer. Eindeutig, ich nehme den Hammer. Dann kann ich richtig auf die Fresse hauen. Wenn du zu deinem Apartment gehst, kannst du deine Sachen umskinnen. Okay, ich weiß, was du meinst. Okay, das ist cool. Der Uwu konvertierte Lord Drive von Candy ist dein bester Erzfeind im epischen Kampf der Erzfeinde Speck. Ich habe was verdammt Lustiges, solange du die Mulan-Songs im Kopf hast. Okay. Dazu bräuchte ich dann aber auch den Song, den du meinst. Also den musst du mir dann auch posten. Und vielleicht das. Dann, ich glaube, dann kapiere ich es eher. Weil ich habe gerade nicht die Songs im Kopf. Weil pupsen durch den Chat. Pfui Teufel. Me and Euros hat 94%. Oha. Dong. Ich sehe nur das Bild. Okay. Ja. Let's go down to business. Ja, down ist auch noch was anderes da. Achso, da ist noch was zum Sammeln. Entschuldigung. Müde, müde. So, das ist eine Automission. Was zur Hölle? Was passiert hier? Bam, 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 Erika. Echt schick, was? Ja, mega schick. Die Waffe geht fast. Yes, Sir.
Bitte noch. Lass das Teil unversehrt, sonst bin ich kundenlos. Du schaffst das. Wow, hättest du mir das nicht noch vorher sagen können? Dass ich besonders vorsichtig sein muss? Ich merke schon, Ico voll im Flow gerade. Alter, liefern den Wagen guten Zustand ab und bevor die Zeit abläuft, cool. Ich krieg ja auch immer so eine Lahmkrücken hier mit Zeit auf Gamma. Was soll denn das? Shit. Ist noch im guten Zustand. Ist noch im guten Zustand. Für Jackie zurück. Ich auch. War ein guter. Scheiße, ich dachte wieder, ich muss jetzt abbiegen. Scheißdreck hier. Du hast Joghurt im Rucksack, richtig? Oh, wie soll ich das denn schaffen? Ich habe jetzt schon zu viel verkackt, glaube ich. Nein, das schaffe ich nicht. Mist. Und ich werde hier die ganze Zeit zu irgendwelchen komischen Strecken gelotst. Wow, hier geht's ja gar nicht weiter. Was ist denn mit der Map los? Jetzt muss ich hier runter. Warum werde ich denn so komisch hier durchgelotst? Das ist ja wie Google Maps. Du hast's verkackt und das weißt du auch. Halt die Schnauze! Ach, weißt du was? Ich zieh's dir ganz einfach von deinem Anteil ab. Ich zieh dir gleich deine Haare raus. Was für ein Arsch? Der macht Zeitaufgaben mit diesen Drecksautos, ja? Und dann werde ich hier noch komisch durch die Stadt gelotst. Aber mich noch bestrafen. Frechheit. Obwohl ich die Unschuld von der Stadt bin. Oder aus der Stadt. Das geht besser, wie. Viel besser. Aber ich verzeih dir heute ausnahmsweise mal. Wir kümmern uns dann um den Rest. Ich hab dir am üblichen Ort eine kleine Belohnung deponiert. Unschuld seine Mutter. Ja, voll unschuldig. Ich weiß ja gar nicht, was du jetzt meinst, Deko. Und ich um Lande. Ja, weißt du? Ich vom Planeten. Nee, das ist eine Lüge. Oh nein, Troy, nein. Nein, Mosi, hört auf mit dieses Lied. Bitte nicht. Und 2 Minuten reden, warte. Ich muss kurz trinken. Tell me why. Oh, ich muss jetzt eher so reden. Warum tut ihr mir das an? Der Timer läuft? Ja, das ist ja auch gut so.
Damit diese Scheiße endlich vorbei ist! Au, du blöder Wichs! Was ist denn die Scheiße? Alter! Warum muss ich bei dieser Stimme denn ausrasten, weil die mich überfahren? Ja, du mich auch, Sorax! Aha! Sorax, danke für die 350 Bits! Mann! Warum sind die schon wieder so gemein zu mir? Wo muss ich hin? Hier unten ist noch eine Aufgabe. Jetzt komme ich durcheinander. Wieso? So. Dann gucken wir mal. Der Weg zeigt wieder irgendwo hin. Ich versuche mal, das zu finden. Erstmal hier runter. Das sah komisch aus. Dein Lieblingslied ist doch ein O. Was? Oh, was? Nein! Ich war gerade verwirrt, was du von mir willst, Musi. Die 2 Minuten sind um. Oh, das ist aber schade. Alles gut, Musi. Oh, wow, keine Kontrolle mehr. Ich habe keine Kontrolle mehr. Oh nein. Oh nein. Oha, warum direkt 2 Sterne? Das ist ja wohl. Das Fahrzeug der Verdächtigen wurde gefunden. Details übermittelt. An alle Einheiten in der Nähe. Code 3. Instabile Zivilistin. Seid vorsichtig. Instabil? An alle Einheiten. Die Verdächtige ist noch in der Nähe. Also ich würde sagen, dass es stabil läuft. Hast du mehr als 3 Sterne? Versuche ich gerade. An alle 4 Sterne. Hallo Ninja. Doch, ich will 5 Sterne haben. Das wird bestimmt ganz lustig. Was machst du denn da? Chaos. Oha, warte mal. Mein Auto brennt, ne? Das ist schlecht. Mach die alle!
Oh cool, danke für dieses Auto. Das ist ja voll nett. Ich habe 5 Sterne. Max-Hack, was? Oh oh. Ich glaube, jetzt kriege ich ein Problem. Oh, die hacken mich. Ach du Scheiße. Oh, das war's einfach. Krass. Oh, das ist ja fies. Das ist fies. Boah. Krasse Scheiße. Okay, das ist böse. Also wenn du 5 Sterne erreicht hast, RIP. Aber es dauert doch echt ewig, bis du die 5 Sterne erreicht hast. Also musst wirklich sehr viel Chaos stiften, dass du das erreichst. Heftig, muss ich auch mal probieren. Es war auf jeden Fall lustig. Spaß hat's gemacht, aber mach das lieber so in einem Fahrzeug. Ich hab's schon mal versucht, zu Fuß so viel Sterne zu bekommen, aber die machen dich richtig platt. Die ballern dich einfach nieder. Hallo, Mr. Dongo. Ah. Ich habe einen Doktor eh verloren. Ja. Komm schon! Vorwärts oder sterben! Sterben? CC sterben. Lasst uns Spaß haben! Komm, los geht's! So.
Ja, nicht so viel verraten. Ich finde das schon noch alles raus. Wir gucken mal, wenn ich ein bisschen weiter bin im DLC. Scheiße, Mann, ich will nicht sterben! Moment, für Mieter verprügeln. Gut. Ich frage mal nach einem Tipp, damit Erzfeind Unrecht hat. Einen Tipp? Es war ein Tipp, nach dem nicht gefragt wurde. Ach so. Ach so, jetzt verstehe ich, was Travel. Oha. Aber ich will doch gerade gar nichts wissen. Du bist der Fiestry. Ich habe jetzt den Zusammenhang erst. Ich habe ihn jetzt verstanden. Boah. Entspann ich los. Ich habe mich entspannt. Ja, wie meine Oma einst sagte, ein gut gezielter Kopfschuss vertreibt am Morgen Kummer und Sorgen. Ja, das sehe ich 1:1 genauso. Kann ich nur bestätigen. Weg hier! Weg ist sehr komisch. Ich folge jetzt meinen eigenen. Und warum hält mich ein Busch auf? Was zum... Also so ein Bäumchen. So okay, Spiel. Weißt du, durch so eine Laterne kann ich durchfahren, aber nicht durch dieses Geäst.
Ja, hört jetzt auf zu diskutieren. Die Mods machen ihre Arbeit und fertig. Ich will nichts vom Spiel wissen, ohne... Wenn ich nicht frage, will ich es nicht wissen und fertig. Alles gut. Wenn ihr Probleme mit den Regeln habt, müsst ihr zu mir kommen, weil ich habe sie aufgestellt. Die Mods machen nur das, was ich ihnen sage, weil sie meine meine Mods sind. Und jetzt kriegen alle ein Gummibärchen und alles ist gut. Aber nur ein Gummibärchen. Keine Packung, nur ein. Ihr müsst euch die Farbe aber aussuchen. Ich mag immer die roten. So grün und was war, gab es noch? Gelbe Gummibärchen? Bah, die mag ich nicht. Ich esse immer nur gern die roten. Aber ich habe ja auch Geschmack mit roten. Gummibärenbande. Die Serie habe ich auch sehr gern geschaut. Ich hasse Gummibärchen. Oha. Siehst du, so wie ich Blackpink nicht mag, magst du keine Gummibärchen. Hat sich jetzt wieder ausgependelt, ne? Iku. Unterschiedlich, ich vertrag's nicht. Uff, du musst davon echt kotzen. Okay, das ist krass. Aber wenn ich Blackpink höre, muss ich auch kotzen. Ich meine, nein, Spaß. Das war jetzt so ein Witz. Ist nur irgendwas, ich ist nicht meine. Ich glaube, da gibt es ein Lied, was ich okay finde, aber der Rest ist nicht so meins. Aber was wolltest du da? Nichts, alles gut. Das war jetzt wirklich ein Witz. Hallo Rooney. Ich habe verstanden, du musst nicht nur davon kotzen, glaub mein Hirn hat automatisch einen Show. Oh Gott, Alter, ich ist okay. Alles wird gut, würde ich jetzt sagen, aber es ist leider, wäre eine Lüge. Und lügen soll man nicht. Und lügen mag ich nicht. Okay, das hat mich erwischt. Ich habe mich erschrocken. Ihr habt mir ins Ohr gequietscht. Das ist sehr laut. Couchribbeln, danke für den Raid. Ihr habt noch ein gratis Erschrecken gefunden. Nee, alles gut. Ich war gerade voll konzentriert und bin leider sehr schreckhaft. Und das Quietschen war sehr laut auf meinen Ohren. Alles gut. Vielen, vielen Dank. Was gab's Schönes bei euch? Hallo Nela. Wir lügen nicht, wir ändern nur die Wahrheit etwas ab. Ach so, so ist das. Okay.
Ja, habe ich Attacke. Ich brauche das nicht. Ich habe jetzt auch keinen Bock, das einzulagern. Und so gut war es leider nicht. Keine Sorge, Taxa, das brauchst du nicht. Das kann ich auch alles ganz alleine. Was zum Teufel? Wie, was zum Teufel? Was? Ich will dich gar nicht. Ist das schon groß genug, ja? Oh, Sam 4, komm doch und spiel mit mir. Ich sollte vielleicht noch auf der Straße stehen. Ach, das tut gerade mega weh. Hallo, May? Was hat Iku da mit dir getestet? Was? Also unter den Tisch passt sie nicht so gut, das habe ich getestet. Was? Wait a minute.